Zu spät. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Rennen von Formel 1 2016 mit Niklas und dem Scheiß-Quiz. Okay. Der Scheiß Chris wird dich gleich überholen, du Spasti. Okay, dich, Alter. Was mache ich? 4 Money Box oder 3 Money Box? Ich glaube, 3 Money Box ist besser. 3, 2, 1, jetzt fass ich. Okay, wenn ich wusste, jetzt ist die Einführungsrunde nicht schaffen. Er schiebt mich halt an! Und ich bin durch. Ah, super! Ich hab drei Leute zum Stehen gebracht. Ja, gut gemacht, Chris. Vor allem den bei mir stand, du hast die Kollision mit Solarfackel verursacht. Alter, ich hab nass. Ich geh auch am Anfang, Freunde. Ich hab nass Kevin und mich ausgenommen. Alter, guck mal, wie viele Leute hier schon stehen. Weißt du, Niklas, bei mir stand auch noch, du hast den Zusammenstoß mit Solarfackel verursacht. Du hast ihn verursacht. Nicht Chris hat ihn verursacht, ich habe ihn verursacht. Kevin, du hast dich ruhig mal ein bisschen mehr anstrengen können. Beim nächsten Mal, Alter, beim nächsten Mal fahre ich einfach weg oder ich bremse dich aus in der ersten Kurve, ey. Meine Reifen sind einfach voller Gras. So, damit du mir hinten reinfällst und du die Schuld dafür bekommst. Bei euch passiert, Niklas? Ich bin ein bisschen schlank gefahren. Wie der Typ aussieht da rechts mit dem Grünen. Die wollen doch auch nur alle Bier. Die kommen doch auch nur alle wegen dem Freibier und dem Rückenkratzer. Arschkratzer! Arschkratzer! Chris, willst du bestimmt auch einen Arschkratzer? Auf jeden Fall. Sind die Fans, die jetzt schon, obwohl ich noch nicht mal los bin. Ey, Chris, Niklas, ja. Die Fans jubeln sogar, wenn du nur rumstehst. Nein. Die feuern dich an. Ja! Yeah! Alter, hoffentlich wird wieder Magnussen rausgehauen, ey. Dieser Pisser kann mich mal. Ey, Button ist siebter, jawohl. Wo ist denn Hamilton? Das ist Paris, Grosjean, Sainz, Kvyat. Kommt Hamilton überhaupt irgendwann mal an? Magnussen, Guidardis, Wehrlein, Hülkenberg, Ericsson. Ja. Nee, jetzt gerade. Palmer. Ach, Hamilton ist schon durch. Okay. Aber Raikkonen habe ich bei der Test bei der Aufnahme. Aber ich Raikkonen glaube ich ein bisschen. Alles klar, viel Glück. Hart attackiert. Auf jeden Fall. Boah, das ging aber diesmal schnell mit dem Auskuppeln. Weil das ging richtig schnell mit Auskuppeln. Mal auf. Uiuiuiuiuiuiui. Immer länger. Ich presse mal ein bisschen ab hier. Alter, Chris, Junge! Alter, was? Das war mein überholender Manöver, Chris. Hamilton hat sich gedreht, Chris. Ich musste zwei Positionen zurückgeben, hurray. Warum musste ich zwei Positionen zurückgeben? Ich bin doch kein Ping-Pong-Kugel, Hamilton. Hamilton, hau ihn raus. Hamilton ist übrigens 20. Chris. In welcher Platz bist du? 19. Okay. Ich hab mich vorhin gesetzt eben. Bin 12. Ey! Oh shit. Ich glaube, dieses Rennen gibt keine Punkte für mich. Alter! Chris, dein Ernst?
Alter, Chris, das ist nicht dein Ernst, was mich voll rauskommt. Jetzt muss ich in die Box, danke auch. Da ist es passiert. Weißt du, ich fahre da gerade gemütlich die Kurve und Chris haut mich da voll weg. Oh Mann, ey. Hoffentlich kriegst du. Hoffentlich kriegst du eine fette Strafe für, ey. Nö. Ich hab bloß eine Verwarnung bekommen. Alter, was ist das denn für ein Pisser? Weißt du, haut mir den Frontflügel kaputt, Alter, und er kriegt noch nicht mal eine Strafe, der ist jetzt sogar noch vor mir. Jetzt bin ich wieder auf dem mittleren Reifen, na, danke. Das ist natürlich doof, ne? Aber das fährst du aus der Scheiße. Ja, was rammst du mich raus? Ich hab dich nicht gerammt. Nein, ich hab nur diesen weißen Punkt, der in mir war, gesehen. Dieses Rennen gibt leider keine Punkte für mich. Ja, für mich auch nicht mehr, dank dir. Trotzdem, die Map ist nicht so mein. Ich hab meine gelben Reifen jetzt verloren, nach Chris. Ja, ich hab auch bloß noch kackrote. Du hast harte Reifen. Hätte ich auch gleich die 4-Boxen-Strategie nutzen können. Statt die 3-Boxen-Strategie. Du musst die noch auf das in die Box. Na, jetzt muss ich einmal mehr in die Box. Meine Folge wird heißen Hass gegen Magnussen und Chris. Fuck. Scheiße, Alter, voll rausgekommen. Ah, gelaufen, definitiv gelaufen. Wenn Niklas kommt, hau ich Niklas weg. Okay. Okay. Hoffentlich kriegt wegen Hamilton Buttonpunkte.
Mann. Jetzt hab ich's. Oh Mann, ey, ich fahr grad richtig, richtig scheiße. Ich hatte ganz spannend, ich höre. Naja, das hab ich jetzt alles rausgebracht, das ist das Problem. Hä? Ja, ich bin 21. und Chris ist 20. Immer noch. Ich bin gleich 22. Mein guter Rest kommt trotzdem, wenn wir näher kommen, weil ich gerade so scheiße fahre. Bist du denn den Code immer mehr auf, oder? Nein, ich krieg immer mehr Abstand. Der Abstand sieht nicht mehr so leider lang aus. Alter, was ist das denn? Sonst hat das immer funktioniert. Leck mir Spiel. Welch kann ich sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren. Oh Scheiße. Oh, Chris ist von der Strecke geflogen. Was passiert denn dann? Ich konnte nicht mehr denken und bin dann gerade aus dem Gefunde gefahren. Bist du raus, komplett? Ja. Oh, Scheiße. Oh. Danke. Keine Punkte, so ein Scheiß. Na gut, ich bin eigentlich mit 4 fürs Zuschauen, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao. Mhm. Tschüss. Deine Folge. Viel Spaß noch. Ja, danke. Ah, oh, danke, der geht in die Box. Willst du auf, Kevin, oder nicht? Na, die fahren alle mit S-Reifen, ja. Ich fahre auch schon auf M. Alle, die ich überholen müsste, sind schon im Sektor 2, ja. Ich bin ja ziemlich scheiße weit zurückgefahren in den ganzen Zusammenstößen. Ja, da sind ja aber noch viele Runden, also ich meine. Vielleicht hast du ja, bekommst du quasi noch die Chance irgendwie. Niklas, die fahren alle auf Gelb. Ja, die müssen aber auf Gelb, ne? Genau. Ich müsste mindestens in eine Zeit von 1,27 fahren, damit ich aufholen könnte. Dazu bräuchte ich. Dazu bräuchte ich Fettgemisch.
Also bräuchte ich fett gemischt mit gelben Reifen, aber habe ich nicht. Was, jetzt in die Box? Der wird echt jetzt in die Box fahren, ernsthaft? Was denn hast du denn? Hä? Was hast du denn? Nee, ich habe nur eine andere Strategie gewählt. Ach, was habe ich denn zu verlieren? Ich mach mal die Strategie des Bots nochmal, gucken, ob es was bringt oder nicht. Ist mir Rille, ich habe eh nichts zu verlieren. Oh, da bist du auch schon, Niklas. Ich hab da anderen Seite noch, hallo. Na komm, du kommst jetzt eh näher, weil ich jetzt in die Box war. Einfach mal gucken, ob die Strategie von einem Bot was bringt, wenn ich die annehme. Alter, ich bin den Typ quasi gerade von der Schippe gefahren. Das ist schade mit Christian. Ich wollte ja immer den wieder das Rennen holen. Punkte holen. Naja, wurde aber leider nichts draus. Ich bin verloren gewesen, Herr Schwabi. Schon so warm, was die anderen noch machen. Monaco ist jetzt auch keine leichte Strecke, die nächste. Naja, vor allen Dingen, weil man mit Ultrasoft durch die Straßen brettert und wahrscheinlich ist sie noch enger als vorher. Ja, das wird ein ganz schweres Rennen. Nein, Niklas, ich lass dich nicht vorbei, kannst du vergessen. Hä? Ich lass dich nicht vorbei, kannst du vergessen. Genau, noch nicht bei dem. Ah, fast. Aber quasi musst du nicht vorbeilaufen, weil die blaue Flagge wird funktioniert. Mir scheißegal. Das heißt nur, dass ich ein bisschen langsamer fahren soll. Ja, überholen wir dich letztendlich. Ja, aber wer weiß, ob ich überhaupt vorbeilasse. Was hab ich dir getan, Kevin? Na, voll, ja, ich hab dich aufgegraben. Ach, du hast mir nichts gesagt, aber Chris hat mir. Ich hab immer schnell überholt und hab immer mit dir gesprochen, wenn irgendwas war. Ah, du hast mir nichts gesagt, aber musst dir auch mal das Rennen versauen. Damit ich keine Punkte bekomme. Genau. Chris hat mir das Rennen versaut, also muss ich dir das Rennen versauen. Denn Chris hat halt direktes Karma bekommen. So gesehen, wenn man es genau betrachtet. Alter, was ist mit meinem Teamkollegen passiert? Der ist jetzt 19. Der war vorhin in der Top 10, Alter. Was ist mit dem passiert? Vorhin waren. Oh Mann, ey, also gar keine Punkte. Danke, auch Spiel. Hamilton hat auch vorhin einen Unfall gebaut gehabt. Ich hasse diese Kurve, ey. Wer ist denn da vorne? Wo? Ganz vorne. Ja, das Button, ganz vorne. Den hat auch nicht mal zu geschlagen. Naja, deswegen, ich krieg gar keine Punkte diese Saison mal wieder. Weil das Spiel scheiße ist. Alter, dann hol ich mir lieber Ben und Eds, dann spiel mit Ben und Eds, ey, als Formel 1. Weißt du, Nick, das holt seine Cheese wieder raus und fährt 1,26. Wenigstens weil ich das in Monaco richtig hart verkacken willst. Ja, Monaco kann ich nicht. Und also die Aserbaidschan. Das wird ganz schön schwer für mich. Wer weiß, ob ich überhaupt Monaco kann. Ja, Quatsch. Oh, ist jetzt hier mit Punkten zu holen. Du musst ja auch Punkte holen. Du wirst ja wahrscheinlich auch das Rennen gewinnen wollen, wahrscheinlich. Ja, muss ich ja dann, wenn ich noch eine Chance habe, in der WM irgendwas zu reißen. Ja, WM, ne? WM? Ja, WM. Was zu reißen. Aber ohne mich, wenn ich rausfliegen würde, wäre das für euch beide die Punkte holen würde, dann wäre das für euch beide eine Erleichterung.
würde näher an mir rankommen und ich würde nicht weiter Abstand. Es wäre allgemeine Erleichterung, wenn Chris immer ganz weit weg ist. Ja, ich glaube, Christian würde mich schon gerne irgendwo brauchen sehen. Ich weiß mal, wo er das erste Mal Formel 1 2012 vorgenommen hat. Hat Chris mehr vor mir Angst gehabt als ich vor ihm? Ich glaube, das müssen wir wieder einführen, ey. Oh. Nein. Halt die Fresse, Jeff. Der kriegt keinen Platz von mir. Ich will das Rennen zu Ende fahren, ohne dass der Typ mich überholt. Ja, das ist schneller als ich. Ich möchte ihn wenigstens noch ziemlich schwer machen. Bin mit Hard erst bei 22%. Vielleicht sollte ich meine alte eigene Abtriebs. Bekommen eine Strategie? Bekommen auch eine neue Strategie. Wie wir weiterfahren? 13. Runde. Oder 21. Ich war aktuell überhalten. Ich gehe jetzt in die 21. Runde. Ich kann ihn nicht durchlassen, tut mir leid. Siehst du, wenn ich kann, soll ich dich vorbeilassen, Niklas. Mit Start und Ziel? Hä? Start und Ziel, willst du mich da vorbeilassen? Nö. Warum nicht? Er hat gesagt, wenn ich kann, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob ich dich vorbeilassen kann. Guck mir, Niklas, ich weiß nicht, ob ich dich vorbeilassen kann. Ich weiß, ist mir egal. Alter, ja danke Kevin. Wie? Danke Kevin. Bitte. Danke. Bitte. Bist du jetzt disqualifiziert oder was? Nee, ich bin raus, komplett. Scheiße. Okay, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Okay. Gut, Leute. Machen wir Kevin. So, jetzt bin ich auch mein Arsch. Mal wenigstens einmal hier richtig fahren, ja? Durftest du schon jetzt ein paar Rennen. Nur mal ein richtig scheiß Rennen sein, Niklas. Ja, aber sowas musst du jetzt nicht sein. Ja, das muss ich jetzt nicht, dass ich direkt ein das ist so hart, dass ich dich direkt greifst und werfe gleich. Du leckst gerade ein bisschen, Niklas. Niklas, du leckst gerade ein bisschen. Ja, mir scheißegal, was soll ich denn? Hey, jetzt ist Niklas auch salty, hurray! Jetzt fahre ich noch selbst gegen die Wand, damit die Session schnell vorbei. Wäre auch eine Idee, oder Niklas? Mit dem rede ich nicht mehr. Ey, komm schon, ich wollte dich eigentlich nur kurz wegditschen, aber. Ja, du musst mich gar nicht ditchen. Doch, ich muss dich wegditschen. Aber ich habe auch keine Strafe bekommen dafür, dass ich dich weggeditcht habe. Ja, das ist scheißegal, was du tust. Fakt ist, ich bin drauf und durfte weiterfahren. Ich war Erster. Ich habe die nächsten 5 Punkte gesammelt. Boah. Niklas, so oder so bist du Erster in der WM, also beschwer dich nicht, Mann. Ja. Lass mich hier rausgehen. Fakt ist, Niklas, deine Saltiness ist immer wieder witzig. Ja, ganz ehrlich, was soll denn das? Ja, ich bedanke mich ja noch immer, dass ich die letzte Folge da so ein bisschen kürzer sehen als ich. Oh Mann, Niklas, das Rennen ist ein Desaster. Das macht keinen Spaß. Ja, sagst du, ja, ich hau den einfach raus, ja, ich geb blaue Flagge oder so. Dann lass ich auch diejenigen vorbei mit der blauen Flagge. Ich will niemals hier weggehen und weghauen. Einmal muss ich dich auch weghauen im Rennen. Einmal! Ich hatte dich niemals rausgehauen. Selbst wenn ich wieder das Spaß gemacht hätte. Ja, komm schon, ich wollte dich jetzt auch nicht raushauen, ja? Ja, aber trotzdem, ich dachte, ich war weg, du hättest einfach nicht weiterfahren, ohne mich zu sammeln. Ja, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, bis dann, haut rein, tschüss. Ciao. Ja, ich bin auch mal weg, ne?
dann Ende kann fahren. Eieiei. Das haben mich ja alle sauer gemacht. Einmal ein Arschloch sein muss sein. Aber das wollte ich jetzt wirklich nicht mit Niklas. Was gesehen, als ich jetzt nach rechts geguckt habe, habe ich ihn noch nicht mal richtig gesehen. Nicht mehr anfahren sehen. Es war jetzt leider scheiße. Oh, Kevin? Jo. Was ist mit Niklas passiert? Ich hab ihn aus dem rausgehauen. Du? Ja, ich hab nach rechts geguckt und hab ihn noch nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich nicht überholen lassen, aber hab ich nach rechts geguckt, hab gerade ausgeguckt und dann war er schon direkt neben mir und ich hab ihn noch aus für ihn weggehauen. Jetzt muss ich das Rennen entweder alleine fahren oder ich fahr einfach gegen die Wand und das war's. Karma wird auf jeden Fall auch auf mich zurückkommen, auf ihn gegen einem anderen Spiel. Wahrscheinlich im nächsten Rennen bei Monaco, wo ich große Töne gespuckt habe, werde ich dann richtig hart verkacken nochmal. Oder geradeaus gegen die Wand fahren über die Kurven, weil die Kurven dort richtig scheiße sind. Ich muss aber auch ehrlich sagen, Spanien ist auch nicht wirklich meins. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich Niklas das rausgehauen habe. Weil ich habe ihn wirklich nicht gesehen eben. Ah.
Ach ja. Naja, wenigstens könnt ihr noch die Map genießen, während ich hier versuche, still zu sein, mich zu konzentrieren. Auch wenn es jetzt ein richtiger Scheißrennen war und auch eine richtige Scheißaktion ist von mir war, da ich dann nicht nochmal zweimal geguckt habe, bevor ich rübergezogen bin. Das wird mir jetzt auch unter die Nase reiben, das wird auch noch ein bisschen sauer auf mich sein. Aber kann man nichts machen. Außer ich ramme jetzt jeden weg, der zwischen ihnen im ersten Platz steht. Wäre ich eine Idee wert? Ich meine, schuld mich nicht, wenn sie mich nur am Heck, wenn ich die irgendwie mit der Front immer wegdrücke. Beziehungsweise wenn ich sie mit meinem Heck an der Front wegdrücke. Wäre auch eigentlich eine Idee, oder? Wollte ich arschlich sagen, jeden Bot weghauen. Jo, Kevin, ich muss dich mal runter, ich möchte ein bisschen mit Niklas quatschen. Ne? Jo.
Ah, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wo ist die Strecke? Okay, ich bin außerhalb der Strecke. Ich schätze, das war's. Okay, das war's, glaube ich. Ja, das war's. Du bist auf der Strecke. Ja, das war's für mich. Ich bin raus. Ich rutsche nur durch die Gegend. Ich glaube, das war's jetzt für mich. Falls ich nicht noch hier rein... Ja, von der Saison disqualifiziert. Raus. Und da war auch schon das Karma da. Rennsieger war es Lewis Hamilton. Lewis Hamilton? Tja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal von Formel 1. Wir gucken uns noch die Rennstatistik an. Also Lewis Hamilton wurde Erster. Dann kam Sainz, Grosjean. Sauber auf 1, Jensen Button, McLaren Honda. Oh, Button ist mal eins reingekommen. Bottas ist rausgefallen. Ich bin jetzt letzter. Chris ist vorletzter, Niklas natürlich. Was passiert? Ich bin rausgerutscht. Ich bin wirklich rausgerutscht.